letzte Stadt. 2 Tage nach dem Angriff. Ach du Scheiße. Ja, willkommen zurück bei Destiny 2. Die Vorgeschichte haben wir hinter uns. Ach du Scheiße. Und wir sind ein bisschen... Ja, wie man sieht, wir sind ein bisschen lediert. Ich habe das Gefühl, ach komm, wir gehen mal, aua, wir gehen einfach mal hier runter. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr allzu viel zu gebrauchen. Und überall ist Krieg. Und wie man sieht, der Himmel ist dunkel. Und der Rest wird verschluckt von irgendeinem undurchdringlichen Nebel. Qualm und Rauch allen Orten. Allen Ortens oder allen Orten? Ich weiß es nicht. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Unser Geist ist auch nicht da. Wir haben keine Energie mehr. Keine Waffe mehr. Momentan wahrscheinlich auch keine Hoffnung mehr. Ah, au, ah. So, wir haben ehrlich gesagt nicht viele Wege, wo wir hin können. Deswegen folge ich mal dem Flussverlauf. Ich glaube, da werden gerade Überlebende gesucht. Hau ab, Junge. Ich hoffe, der kehrt nicht. Oh, was ist da oben? Ach du Scheiße. Oh! Schrecklich! Ne, ist das Geist? Das kann nicht sein! Alter, wie kann er leben? Komm her, Junge! Bitte! Komm her, Junge! Ah. Du lebst! Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich kann dich heilen, aber nicht wiederbeleben. Nicht seit... So, Geist hat eine letzte Stadthöhle. Das Licht ist verschwunden. Ja. Yeah. Sie haben die Stadt eingenommen, den Reisenden in Fesseln gelegt. Die Rotlegion vernichtet wehrlose Hüter. Wir müssen hier irgendwie raus. Tatsächlich. Vielleicht durch diesen zufällig entstandenen Erdspalt. Den Tobi treffen wir heute übrigens noch. Das dauert noch ein bisschen. Ein paar Minütchen Geduld. Ich bekomme Notfallübertragungen rein. Ja. Treffpunktkoordinaten. Sie evakuieren den Planeten. Wir sind auf uns allein gestellt. Großartig. Werden wir mit evakuiert oder... Oder müssen wir einfach raus aus der Stadt? Diese Hüter. Ohne ihre Kräfte hatten sie keine Chance. Das hätten wir sein können. Hüter, wenn du stirbst, ich kann dich nicht wiederbeleben. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Und das werden wir. Verlass dich drauf. Keine Sorge, MG2. Dein Geist kann ich hier nicht wiederbeleben, sei vorsichtig. Eingeschränkte Zone. Hup.
Das Echo macht mich fertig. Der qualmt ein bisschen ab. Können wir die essen? Ich muss mich erholen. Neues Ziel. Folge deiner Vision. Herzlich willkommen bei The Witcher 4. So, kriegen wir denn noch Munition? Ich weiß es nicht. Wir folgen unserer Vision in die Berge. Und werden sofort ein schamanistisches Dasein führen. Zusammen mit Tobi gründen wir ein Mönchskloster. Dämmerbruch. Eine Woche nach dem Angriff. Wieder dieser Falke. Folgt er uns? Oder folgen wir ihm? Das ist eine berechtigte Frage. Aber die Musik ist auch so schön und Entschuldigung, ich liebe Schneegegenden. Wer schon ein bisschen länger den Channel verfolgt, ich liebe Schnee. Alter! Was zum heiligen Fiktophorus! Wow. Wow. Alter. Boah, geil. Da oben war gerade noch der Adler zu sehen. Und wir leben ab sofort also versteckt. Abseits der Blicke. Aber die Frage ist, kann das ewig so weitergehen? Werden wir uns nicht irgendwann auflehnen müssen? Gegen unsere Oppressoren. Boah, wie... Oh, da unten! Oh Gott! Alter! Okay, ich bin ganz ehrlich, bis auf den Krieg möchte ich jetzt wirklich hier sein. Ich weiß noch nicht, wie man Waffenwechsel. Ich muss mir das mal aneignen. Ich muss mal in die Controls gucken. So geht's natürlich auch erstmal. Sparen wir Muni. Komm. Wo ist er? Ich spare Muni, Freunde. Okay, aber offenbar ist das auch keine so gute Idee. Vor allem, wenn man nicht mal trifft. Boah, der hat mich gerade voll weggesemmelt. Ich muss gleich unbedingt gucken, wie man Waffen wechselt. Hier tanze ich. Grog.de tanzt. Toll. Ich freue mich. Das passt gerade gut zu unserer Lage. Und ich muss mal einstellen, dass die Kamera nicht immer wieder zurückwechselt. Die geht immer wieder in Standardposition. Ich glaube, das habe ich selber so eingestellt. Aber jetzt gefällt es mir doch nicht mehr. Oh, nein, 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 nein. Ich weiß nicht genau, wie tief können wir denn springen? Soll man denn hier springen? Ich bin unsicher. Hier sieht safe aus, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, hier sieht safe aus. Oh nein! Oh nein, was? Aber wo geht's denn dann? Wir hätten irgendwo hinfliegen. Ah, habe ich nicht gesehen. Ich dachte, wir müssen da einfach runter. Okay, wir können es hier rum, oder? Ich mach das mal hier lang. So.
Ach komm, irgendwas ist doch immer. Warum, vor allem, warum konnte der da nicht runterspringen? Ich meine, wir können hier doch, naja, auch nicht, aber... Nein, ich habe keine Düse mehr! Sieh mal an, hier hat wohl einfach jemand einen Hüter vergessen. Das verheißt nichts Gutes. Gutes Timing. Auf geht's, Leute! Aber warte, wohin geht ihr? Wir verschwinden von hier. Der Falke, er gehört dir. Ich bin Hawthorne und das ist Louis, unser bester Pilot. Wie steht's? Kommt ihr mit? Dann brauchst du die hier. Dann mach dich mal nützlich, Hüter. Okay, Leute, starten wir. Das wird ein langer Flug. Warum so herablassend? Nun gut, es sieht so aus, als hätten wir endlich wieder Freunde gefunden. Wir sind nicht die Einzigen auf dem Planeten. Und vielleicht treffen wir gleich Tobi. Siehst du, Reisender, all meine Taten. Schenke mir dein Licht. Nimm deinen Platz in meinem Reich ein. Ich und die Rotlegion werden deine wahren Hüter sein. Dominus, die Stadt ist gesichert. Wir jagen die Flüchtigen. Und wer geblieben ist, wurde eliminiert. Der Sieg, wie auch alles andere, ist dein allein. Dieser Sieg gebührt dir wie mir, alter Freund. Nun bleibt uns nur die Fertigstellung des Käfigs und diese große Maschine. Dann können wir ihre Macht extrahieren und sie rechtmäßig nutzen. Sie nennen sie der Reisende. Ich würde behaupten, dass andere Zivilisationen bessere Namensgeber wären. Ihre Funktionen können kontrolliert und ausgenutzt werden. Das haben wir bewiesen. Und doch sehen sie sie als Gott. Dominus. Gaul. Wir haben gemeinsam, du und ich, für den Aufbau unserer Gesellschaft gesorgt und unser Volk neu geformt. Wir mussten retten, was durch Kallus Gier und Verderb zerstört war. Nichts in diesem Universum ist größer als du. Der Rotlegion gebührt die Macht dieser Maschine und du wirst Imperator sein. Was mehr kann der Dominus wollen? Ich will mit meinem Gast sprechen. Wir erreichen die europäische Todeszone. Da machen wir es uns erstmal bequem. Guck da. Erkennst du es? Da müssen wir hin. Das Ding wird Bruchstück des Reisenden genannt. Ich nenne es, man soll schlafende Hunde nicht wecken. So, jetzt sind wir eigentlich im Multiplayer-Gebiet und jetzt müsste auch der Zeitpunkt sein, wo wir den Tobi treffen. Aber dafür mache ich hier mal ganz kurz einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Wir müssen erstmal zusammenfummeln, wie wir uns hier treffen können. Das kriegen wir bestimmt gleich raus, denn der Tobi hat genauso wenig Ahnung von dem Ganzen wie ich. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Aber wie schön.
Hühner! Geil! Hühner! Hühner! Erinnert mich ein bisschen an Fable gerade. Kann ich die Hühner treten? Nein. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Achso, ich wollte wieder tanzen. So. Dann sehen wir uns gleich wieder und dann sehen wir uns mit dem Tobi. Ich sag mal zwischendurch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. So, da sind wir zurück, mitten in der Folge. Da haben wir uns zusammengefunden hier auf der Farm. Guck mal, der Tobi, Alter, er ist ein Roboter. Er weiß es nicht besser, Alter. Ja, hätte ich einen Bart machen können. Ich hätte auch so gerne einen Affenjungen gemacht und die Geister der Galaxis wieder vereint. Und wir müssen natürlich auch hier gegen Mietpreller vorgehen. Ja. Aber du siehst mit deinem Dragon Ball Cosplay da schon ganz gut aus, finde ich. Schnauze Toaster. Das sieht wirklich aus wie so eine Anime-Figur, so ein bisschen, ne? Ja, weißt, aber ist irgendwie cool, es hat irgendwas. Ja, weißt du, was ich auch unfair finde? Hm? Ich finde das, ja. ich find das hier so unfair. Okay, warte, jetzt hau ich mal meine Roboter-Moves raus hier. Ich find das so unfair, dass du so coole Moves hast, weißt du, und ich mach... Alter! Er haut den Regentanz raus, ey. Ich bin Friseur, ja, ich schwör, ich bin Friseur. Und das haut voll den Dubstep raus, ey. Ja, und ich bin voll die Tanzelfe. Alter, das gibt's doch nicht. Alter, was für coole Moves du einfach hast! Ja! Mann! Wer winkt denn da hinten? Guck mal, da winken welche. Hä? Der eine hat gerade gewunken. Aufs Maul oder was? Was soll das denn? Die platzen ja voll unser Gameplay. Oh. Habt ihr aufs Meer rausgewunken oder was? Ich weiß nicht. Okay, das ist Mütze und da hinten ist Dose. Mütze und Dose. Guck mal, das sieht aus wie du. Oh. Ich bin Rassist, ich kann bei Robotern keinen Unterschied erkennen. Was machst du? Was? Huch! Warum? Ich dachte, ich sterbe vielleicht. Aber es geht nicht. Oh, kehre wieder um. Oh, cool. Ist ja schon. Aber es sieht voll nice aus hier unten. Mach's doch wie ich, fall doch aus Versehen eine Klippe runter, weil du es nicht besser weißt. Bist du auch da bei der Story-Mission, wo du dem Adler hinterher springen musst? Ja, da bin ich auch runtergefallen. Ich glaube, da kann man gar nicht anders, weil man wird ja unten aufgelesen. Aber ich bin vorher schon, weil man musste runter und ich dachte, oh, dann musst du bestimmt ganz runter und pff. Ja, freue mich auf die Kommentare. Die werden bestimmt ganz gnadenvoll sein. Ja, ach, naja. So, okay, guck mal, wir haben hier drei Symbole. Ich weiß noch nicht genau, hier ist die Poststelle von Darby. Da musst du hin, da musst du dir was abholen, genau. Okay, oh, dann hole ich mir mal was ab. Was kann ich mir denn abholen? Oh. Spezialaufträge, Guidespiele. Mit diesen Tickets kannst du Clans in Guidespielen suchen. Alles brauchen wir das? Nee, aber ich habe es einfach trotzdem mal mitgenommen. Ja, schaden kannst du ja nicht. So. Ich brauche was irgendwann mal. Okay. Wie kommt man da oben hin? Ach, hier. Ja, ich wollte übrigens wolltest du auch bei dem Adler mit der Düse rüberfliegen? Ja, und es ging nicht. Ja, genau, über mir, genau so. Ich dachte, ich wäre tot dann so. Ach, guck mal, das ist die Suraya. Ah, die kennen wir ja schon. Ah, jo, genau. Genau, wollen wir die mal anquatschen? Ja, hab ich gemacht. Ach so, ich hab's gerade gesehen. Hätte das vor Jahren gebraucht. Ach so. Ah, okay. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal große Reden schwinge, aber Clans geben und Stärke und Weisheit. Was? Ja, alles klar, komm. So, Meilensteine aktualisiert, sehr gut. Spiele mit Clan-Kameraden. Hawthorne ruft Hüter dazu auf mit Clan-Kameraden. Gut, Tobi, du bist jetzt mein Clan-Kamerad. Geil, wir sind Clan, Mann. Wir sind Clan, Alter. Wir heißen nicht mehr HBSQ, wir heißen einfach nur Clan. Clan. So. Kann man den Vogel braten und essen? Geht das? Nö. Das später, hier, so ein Hühnchen vielleicht. Oh, geil. Aber man kann hier gar nicht schießen. Es gibt immer Hühnchen, ne? Immer. Überall, in jedem Spiel. Das ist ein schönes Ziel. Soll ich etwas für dich? Konnte man dann nochmal Hühnchen schießen? Ach, bei Fable, ne? Ja, bei Fable konntest du Hühnchen treten. Genau daran muss ich auch denken. So, Kryptarchen-Archivarin. Oh, da bin ich aber froh, dass du an einem Stück bist. Ich bin Tyra. Tyra Khan. Sind wir uns schon mal begegnet? Ohne Verbindung zum Licht bin ich etwas desorientiert. Ich höre... Du suchst das Bruchstück des Reisenden. Auch ich habe davon geträumt. Der zersplitterte, kaputte Rand. Eine Wunde, die niemals heilt. Doch ich traue seiner Anziehungskraft nicht. Wie wir kennt auch das Bruchstück das Licht nicht mehr. Nicht seit der Reisende es während des Untergangs abwarf. Seit Jahrhunderten verdirbt es alles um sich herum. Sein Aufenthaltsort ist nun ein Ort des Todes. Wenn du wirklich gehen willst, vergiss nicht.
Wir Hüter sind nicht länger unsterblich. Boah, Alter, das wird jetzt aber auch Zeit. Oh. Das Geschwafel hat zu deinem Tanz gepasst. Und die sieht so ein bisschen aus wie so eine 90-jährige Captain Janeway. Ja. Stimmt. Also, stimmt. Ich weiß noch, als ich jung war. So. Tyra, auch Tyra floh aus der Stadt, fand Zuflucht in diesem Camp, nimmt Tyras Geschenk, ein Träumerzeichen. Meine alten Knochen schaffen die Pilgerreise zum Bruchstück ohne Licht nicht. Aber du schaffst es. Ja, naja. So. Gut, das war alles bei der, ne? Ja, zum Glück. Ich hoffe. So blinkt. Quatsch immer noch weiter. Ja, ich gehe da raus. So. Tschüss. Eine neue Rüstung erhalten. Statt dem ramponierten Titanzeichen tragen wir jetzt das Träumerzeichen. Das Träumerzeichen. Okay, ich habe das gleich mal angezogen, das Träumerzeichen. Du auch? Ja. Nice. Also macht sich das jetzt bemerkbar? Sind das Schuhe oder was? Ich weiß es nicht. Es ist ein Zeichen. Ach, wir haben jetzt stärkere Power. Okay. Okay. Geil. Ja, Träumer wie wir, Tobi. Träumer wie wir. Wir träumen uns die Welt zu einem besseren Ort. Ach guck mal, hier ist noch ein Tresor. Hier können wir noch Tresor. Hier haben wir noch eine Kiste quasi. Oh, das ist aber nice. Mit 200 Plätzen. Krass. Okay. Ah, hier kann man auch neue Gesten kann man hier einstellen und sowas. Kann ich da ran? Wahrscheinlich nicht, wenn ich nicht ran bin. Ach so, oder? ja, weil du hast da vorgestanden. Alles klar. Wird das bei 200 Spielern nicht ein bisschen knapp? Ach, Gesten. Bitte frage einfach. Ah, danke. Langsames Klatschen. Oh ja, das brauche ich unbedingt. Oh, das brauche ich unbedingt. Wenn ich mit Tobi spiele, brauche ich das langsame Klatschen. Das ist lebenswichtig. Ey. So. Habe ich auch mal mitgenommen. Oh, das nehme ich auch mal mit hier. Es gibt auch noch Wein. Das müsstest du eigentlich mitnehmen. Ja, das habe ich jetzt gerade genommen. Ja. Toll. Geil, Alter. Das ist so geil. Hä, wo bist du denn? Hier ist noch ein Terminal. Also so ein Tresor-Ding. Ach, ja, jetzt sehe ich es. Soll ich mal kurz gucken? Da ist Tanzen. Hä, wo ist denn das langsame Klatschen? Ich frage mich das auch gerade. Aber da muss man das vielleicht im Menü noch einstellen. Warte mal, Inventar. Man kann ja nur eins mitnehmen. Tobi, sieh dir mal diese Aussicht an. So, Titanhelm. Letzte Stadthülle. Ja, okay. Kann man das irgendwie nicht einstellen? Ich dachte, das würde hier vielleicht gehen, aber nö. Clan-Banner, Clan-Belohnung. Alter, Tobi, wir können uns ein eigenes Clan-Banner machen. Geil, zu zweit wären wir bestimmt... Ich sag einfach, Stichwort ESL, Tobi. Stichwort ESL. Oh ja. Das wird es einfach sein. Wir sind einfach die Kings in Destiny bei ESL. Ja, das wird auch genauso sein. Ach, warte. Sonst kann ich hier nichts machen, ne? Hä? Achso, du... Dein Tanz sah auch gerade komisch aus. Ach, warte mal, ich muss mal kurz die Notifications ausmachen. Geht wieder los. Ah, sind da Freunde auf Xbox? Ja, ja. Alles klar. Ja, es sind nicht mal Freunde. Es können mich einfach x-beliebige Leute einladen und das nervt manchmal ein bisschen. Habe ich alles ausgeschaltet aus der Erfahrung heraus. Ja. Machst du einmal im Stream nicht und dann, ja, dann vergisst du es nicht mehr. Das Ding ist, ich lasse es halt immer an, weil halt immer diese Xbox-Erfolge halt auch angezeigt werden und ich mich dann voll geil fühle, wenn ich einen Xbox-Erfolg habe. Ja, aber das kannst du anlassen. Du kannst die Xbox-Erfolge anlassen, aber alles, was du an Anfragen kriegst, machst du einfach aus. Ah ja, stimmt. Warte mal, da gucke ich da nochmal schnell nach. Alles klaro. Ich schaue mich hier inzwischen mal ein bisschen um. Ah, mein Raumschiff. So, kann ich das hier runterschneiden und dann ist meins? Okay. So, was? Nice. Nö, ich kletter hier nur rum, weil Affenjunge. Kletterst du in deinem Hangar rum? Wo müssen wir eigentlich jetzt noch hin? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wir müssten, glaube ich, eine Mission annehmen oder so, vermute ich. Wir könnten aber auch auf der Farm rumgucken. Ich weiß noch nicht genau. Nee, können wir nicht. Brauchst du etwas? Die Farm die alte hier jetzt noch? Hat die noch irgendwas? Hier schwebt ein Raum. Tobi? Tobi? Ah, da oben kann man eine Mission annehmen. Was denn? Tobi? Wo bist du? Tobi? Tobi? Es ist ganz, ja, es ist elementar, von elementarer Wichtigkeit, dass du mal kurz zu mir kommst. Ach, da unten bist du, okay, ja. Ich komme. Hä, was ist das denn? Tor! Yeah, unhaltbar! So. Komm, Tobi, Alter, yeah, go! Destiny ja, geil! 2, Alter, oh, FIFA 2. Mit Curry war gestern! So. Ja, ah, geil, Alter, Bremen! Oh, Kopfball! Oh, hier sind ja! Hier sind Alter, der ist drin! Oh, hier sind ja wirklich Tore! Das hab ich gar nicht gesehen! Das ist ja geil! Okay. Ich hab Kopfballtor gemacht. Yeah!
Yeah, unhaltbar! Jetzt aber, unhaltbar! Yeah! Ja, go! Ja. Das war dein Tor. Oder? Ich weiß gar nicht, was hier... Ich hab auch keine Ahnung. So, hau einfach rein, ist egal. Ja! Hä, das ist voll geil, das ist voll... Alles klar, pass auf. Ich hol die Ecke. Pass auf, ich bin Keeper. Ich hau den jetzt rein hier. Komm, nee, komm, schaffst du nicht. Ah. Hechtsprung, alles klar. Oh, schon wieder Ecke. Ey. Ist Ecke, Tobi. Musst du Ecke machen. Okay, warte. Ecke. So. Jetzt mal hier von dem Winkel, komm. Das ist eine ganz traurige Vorstellung. Das ist eine ganz... Wo ist denn der Slow Clap? Ich brauch den jetzt. Ich bin Eintracht Frankfurt-Fan, was du machst. Ach, schön. So, ich glaube, wir müssen zu der Alten da oben. Ja, das glaube ich auch. Die hat bestimmt wieder was Schönes für uns. Ignorier den Vogel einfach. Hier die Farmaufseherin. Ach ja, wie süß. Ja, ja. So, ja, du alte Nudel. Die hat aber bestimmt was für uns. Ignorier den Vogel einfach. Hier spielt die... Wow. Hier ist ja eine Menge los. Na ja. Aber ich habe ja auch mein halbes Leben lang außerhalb der Stadt gelebt. Also... Egal. Ich habe gehört, du wolltest dir das schrottige Überbleibsel des Reisenden anschauen. Ihr Hüter und eure Freizeitaktivitäten. Also, Louis und ich hören immer auf unser Bauchgefühl. Ich werde dich da nicht aufhalten. Ich habe hier genug zu tun. Nimm das Schiff, mit dem du gekommen bist. Dann kommst du schneller zurück. Siehst du die ganzen Flüchtlinge? Ich habe noch niemanden verloren. Mach mir meine Statistik nicht kaputt. Oh shit, wir hatten gerade das Stichwort Flüchtlinge. Jetzt geht's ab in den Kommentaren. Oh oh. Jetzt alles vorbei. Können wir gleich knicken. Scheiß Nazi-Spiel. Die Rote Schlacht. Hawthorne bevorzugt ein einsiedlerisches Leben außerhalb der Mauern. Dennoch übernahmen sie die Verantwortung für das Camp, um den Flüchtlingen aus der Stadt zu helfen, in diesen unbekannten und gefährlichen Landen zurechtzukommen. Sie möchte auch dir helfen, indem sie dir ein Schiff für deine Reise gibt. Folge deiner Vision zum Bruchstück des Reisenden, indem du Mission Funke in der EDZ abschließt. Ja, wollen wir annehmen, ja, ne? Ja, auf jeden. Alles klar. So? Geil, hab ich gemacht. Und jetzt? Ach, haben wir angenommen. Alles klar. Ja, gut, dann. Ja, ja, ja. Ach, hier, Navigator. Okay. Hawthorne hat dir ein Sprungschiff geschenkt, den Wanderfalken. Mit diesem Schiff kannst du nun die Farm hinter dir lassen und sogar zu anderen Welten reisen. Nach Eternia. Benutze den Navigator, um neue Missionen auszuwählen, Orte zu finden, deine Meilensteine anzusehen oder mit deinen Freunden zu interagieren. Ja, geil. Alter, Tobi, wir können interagieren. Nice. Das ist ja hammergeil. Jetzt können wir richtig durchstarten mit unserem Clan. Ach, hier auf die Erde können wir jetzt, oder? Die Rote Schlacht. Die, kannst du mich dahin mitnehmen? Bei mir steht zu viele Spieler für diese Aktivität. Bitte eine andere wählen. Hä? Wir sollten mal ein Clan-Treffen veranstalten. Mit Keksen und... Nein, nix da. Es herrscht gerade Krieg. Hä? Okay, aber okay reicht nicht. Ist das eine Singleplayer-Mission oder was? Ich habe keine Ahnung. Ist das die Hauptmission, wo du da jetzt gerade hattest? Ich glaube ja. Also hier die Rote Schlacht-Kampagne. Zu viele Spieler für diese Aktivität. Warte mal, wie komme ich denn da hin? Was muss ich denn da drücken? Ach, Navigator. In den Navigator rein, unten auf die Erde und dann steht da zu viele Spieler. Bitte eine andere wählen. Nein, das ist Singleplayer. Nein, Tobi, warum? Die Schilder haben immer noch zu schnell. Das ist doch scheiße. Das ist jetzt ein bisschen doof. Warum kann man sich denn hier schon zusammentun quasi? Das ist doch voll Bullshit. Ich weiß dann auch nicht so recht, was bringt die Farm dann? Was können wir da mit der Farm machen? Gar nichts, glaube ich. Können wir hier... Fußball spielen. Was haben die in der Stadt? Geil. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das da mit dem Rest der Kampagnen ist. Ja doch, also du die Kampagne kannst du, ich habe extra vorhin nochmal nachgelesen, kannst du schon zusammenspielen. Die haben halt nur gesagt, die ersten Missionen quasi muss man alleine spielen. Was hab ich jetzt? Und ich dachte, das wäre jetzt bis hierher und dann hängt man aufeinander rum und kann dann alles zusammenspielen. Aber das heißt, wir müssen jetzt noch eine Mission alleine spielen, dann können wir wieder, dann kommen wir wieder zusammen und dann probieren wir es nochmal und müssen wir wieder alleine spielen, kommen wir wieder zusammen, so in der Richtung. Nee, eigentlich kannst du schon zusammen die Kampagne spielen. Doch, das geht schon. Außer die ersten Missionen, oder wie? Ja, genau. Das hatte nämlich auch einer noch von dem Destiny-Entwickler noch gesagt gehabt, weil es die haben das alle falsch verstanden irgendwie, keine Ahnung. Also hat er nochmal bestätigt gehabt, man kann die Kampagne zusammenspielen. Außer halt den Anfang. Okay, na gut, das heißt, wir müssen uns jetzt quasi nochmal aufteilen und würden dann mehr oder weniger
die nächste, ich weiß nicht, wie lange die Kampagne geht halt. Die nächste Folge werden wir ja solo machen oder was? Weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir zusammen auf dem Discord sind und jeder macht was anderes. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich weiß halt auch nicht, ich habe nirgendwo bei Google was gefunden, wo steht, ab wann man zusammenspielen kann. Das aber ich könnte mir vorstellen, ich meine, das ist jetzt hier nur so eine Billow-Farm und es gibt ja wahrscheinlich auch wieder so eine riesige Stadt. Vielleicht sobald man in dieser riesigen Stadt ist, wo auch andere Spieler rumrennen, vielleicht kann man ab da dann zusammenspielen. Ah, okay, aber wie lange dauert das dann? Also die Kampagne hat fast 14 Stunden. Ich denke mal, vielleicht die nächste Mission noch, ich habe keine Ahnung. Alles klar, dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal, machen wir die nächste Mission nochmal Single und dann sehen wir uns danach wieder und probieren es einfach nochmal. Irgendwann wird es klappen, Tobi. Irgendwann wird es klappen. Ich glaube auch, wir werden das schon hinkriegen. Ja, ja, alles klar. Aber wir waren schon mal hier zusammen in einer Lobby, das ist voll cool. Immerhin, hat schon mal geklappt, dann freue ich mich auch. Alter, geil, Tobi, fett abdancen. Yeah. Geil. Dede. Oh Mann, warte, ich komme noch ein bisschen näher, wenn ich meinen Tanz mache. Da, 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 ich bin Friseur. Ja, 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 ja. Du, 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 du. Ich stehe auf Toaster. Ich hab dich komisch angeguckt. Wenn du ein Vogel bist. Alter. Oh, 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 geil. Ja, Tobi, hat mich gefreut. Es hat mich gefreut, mit dir zu spielen, Tobi. Das ist aber geil. Ich freue mich. Es war eine Ehre. Es war eine Ehre. So. Okay. Gut, dann, Tobi, würde ich sagen, sehen wir uns übernächste Folge wieder. Ja, das hört sich doch noch einen Plan an. Ne? Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wir mit dem Zuschauer in der nächsten Folge, mit dem Tobi hoffentlich in der übernächsten Folge. Also ich weiß natürlich nicht genau, wie lange die Mission geht, je nachdem. Wenn jetzt 2 Stunden geht, mache ich da nicht eine Folge draus, glaube ich. Aber wir werden den Tobi bald schon wiedersehen. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird super. Und dann auch hoffentlich zusammen in der Kampagne. Es wird richtig schön, Tobi. Es wird richtig knusprig. Wir kriegen das schon hin. Juhu. Alles klar. Danke dir, Tobi. Bis später. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.